Unser Fahrzeug wird heute zum Unikat gemacht. Wenn ihr wissen wollt, was genau passiert, dann bleibt dran. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schick den Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Ja, Mops, hier keine Müdigkeit vorschützen, ne? Wir vorschützen? Sind, vor, sagt man, wie sagt man? Vortäuschen? Ja, vortäuschen. Vortäuschen? Ja. Ach Mann, der Elo, der verspricht sich ab und zu. Ja, wir, der Mian hat hier schön gespielt, die Sachen müssen trocknen. Wir haben hier so mehrere Sachen und das war auch eigentlich die erste Intention, warum wir hier waren eigentlich, beziehungsweise nee. Ganz am Anfang hatte der Mike uns angeschrieben, ja, hier, meine Frau, die guckt euch immer. Und ich habe jetzt mal reingeguckt und habt ihr nicht Lust. Und er konnte sich halt denken, dass wir unser Fahrzeug wieder veredeln wollen. So war es ja gewesen. Hat gesagt, hör mal, hättet ihr nicht Bock? Wir sind Familienunternehmen und so. Und wir finden es ja schön, ne, Familienunternehmen. Weil dann ist ja so, ja, wenn du ein Familienunternehmen bist, die Leute geben sich ja oft Mühe, weil da stehst du ja selber hinter und nicht irgendwo ein Big Boss, der da in Afrika sitzt oder so und Urlaub macht und da seine Mitarbeiter hat. Sondern ja, unsere Kinder sind jetzt zusammen hier drin und gucken genau, und spielen. Genau, die gucken und spielen und von daher haben wir gesagt, ach ja, warum nicht irgendwie? Und dann haben wir gesagt, so, was kannst du denn noch? Und ja, und dann irgendwie kam auf das Thema, wir wollen ja diesmal Werbung haben, Leute. Ne? Ja, also warum? Wir wollen ja wachsen, Illomops wollen wachsen. Und damit wir wachsen, muss jeder direkt sehen, oh, Illomops und die, die uns noch nicht kennen. Und dann vielleicht so, hä, was haben die denn da stehen? Illomops, guck's mal nach. Oh ja, die... Deren Fresse gefällt mir. Da aber du hast mich schon angezählt. Keine Pfanne mehr mit Wasser raus und keine Ahnung. Ja, das Ding ist jetzt, wenn du dich natürlich kacke benimmst, dann sieht jeder direkt, ah, Illomops, ah, scheiße, was sind das denn für Assi-Leute? Ne? Und dann können sie direkt dich anzählen. Ne? Aber von daher haben wir gesagt, wir wollen es aber trotzdem dezent haben, aber wir wollen jetzt auch so ein bisschen Werbung auf dem Fahrzeug haben und von daher hat der Mike jetzt was vorbereitet. Wir waren vorher halt in Kontakt, wir haben geguckt, irgendwie an welcher Stelle könnte was passen und er war da auch ganz kreativ gewesen, hat dann quasi von einem Video von uns schon so diesen Screenshot gemacht und das da so hingemacht irgendwie, sodass wir gucken konnten und ihr seht, ist er da gerade im Hintergrund, es ist jetzt keine... Kunstwerk, wir möchten es wirklich... Das ist jetzt gerade, wir sind gerade in der Testphase auch in diesem Moment. Ja, ne? Und wie sieht es dann aus? Weil da kommt nur ein Aufkleber hin, also wir haben vier Stück hier. So, wir mögen es ja recht dezent. Ja. Ach, guck mal, ich wollte gerade sagen, hat er die Wasserwaage hingehalten? Ja, hat er, also... Natürlich, hey, der Mike, grade, der macht doch, hey. Ne? Also wenn es nicht gerade ist, dann liegt es daran, weil das Fahrzeug nicht gerade steht. Naja, wir sind jetzt echt gespannt und der Mike hat sogar noch was, eine großartige Neuigkeit hier, aber da kommen wir dann später nochmal zu. Und das ist jetzt echt ein sehr spannender Moment für uns. Einfach, ne? Ich überlege gerade, was du für eine große Sache meinst. Also meine weißen Fronten habe ich ja schon, das war ja die große Sache. Ja, ich glaube. Guck mal. Jetzt ja, manchmal klingelt. Dauert das bei der Mops ein bisschen, aber jetzt weiß sie Bescheid. Ja, ich habe so einen trockenen Mund, deswegen. Ja, genau. Und ja, schaut mal, wie sieht's aus? Wirkt es schief? Es wirkt schief. Es wirkt wirklich schief. Das kann alles passieren. Es wirkt schief. Ja, ja, wir sind ja im Kommen. Wir haben vier Versuche. Wir haben ja noch drei große Sticker. Also ihr seht auch, wir haben hier vorne die Campingstühle, die Jasmin, also die Frau, die ist auch da. Wir werden die Nacht hier verbringen. Ja, ich habe ja auch gesagt, Hubstütze, ich hätte das Fahrzeug erstmal gerade machen müssen. Ich glaube, das war meine Schuld. Natürlich. Ich bin schuld. Natürlich, aber an sich sieht es sehr, sehr schön aus. Der Mike knibbelt das ab, aber mit dem Hintergrund, wir sind ja noch gar nicht mit dem Fahrzeug fertig. Bevor der Sticker da klebt, da muss das ja erst, was sagst du, es muss ja poliert werden. Ja, genau. Also können wir das jetzt eh gar nicht drauf lassen, aber wir wollten einfach mal gucken von der Größe her, passt es oder passt nicht. So oder muss der Mike sich jetzt darum kümmern, dass wir da noch irgendwie größere Sticker kriegen oder ob wir sagen, nee, wir kleben den Sticker jetzt hier oder dahin, aber wir fanden es jetzt an der Stelle eigentlich ganz gut. So ist es. Und von daher, das werden wir dort dann so machen. Hier hinten hängt auf jeden Fall jetzt der Aufkleber gerade, ne? Lieber Mike, auf jeden Fall. Und jetzt sind wir vorne gerade eben dran, Mops, und du guckst schon so komisch. Der Mike hatte jetzt gesagt... Ich guck wegen dir komisch, das muss ich erwähnen. Nicht wegen Mike seiner Arbeit. Der Illo hat einen Männerschnupfen. Ja, ich habe total am Rumzicken. Ja klar, zicke ich rum dann. Männer daheim, ihr wisst, wie das ist. Ja, und auf jeden Fall sagte der Mike gerade eben, der Alkoven fällt ab.
Und jetzt deswegen hole ich mal meine Stützchen raus. Ja, und der Mike hat berechtigt gesprochen und hat gesagt, Leute, es bringt euch nichts, wenn ihr jetzt die Hubstützen rausfahrt und dann ist es gerade. Ne, wir kleben es dann gerade. Und wenn wir fahren, ist es dann, weil man fährt ja nicht auf Hubstützen. Und dann ist es auf einmal, wenn wir fahren, ist es schief. Ja, aber ich möchte das. Hat er recht. Aber ich mag es ja optisch. Jetzt komme ich hier die Leiter nicht hoch. Optisch. So versetzt es sich ja. Ich würde jetzt gerne nur mal die Waage dran haben. Ich mag optisch auch deine Wollsocken mit deinen Schlappen. Ich habe wieder die Teile an, oder? Naja, das also muss das sein. Zum ich bin Thema krank, Elo ne? erzählt, Felgen müssen schön sein und hochhackige Schuhe bei den Frauen und selber läuft ja, da rum wie Ja, meine Felgen sind schön, ich bin ja keine Frau, ne? So, lieber Mike, jetzt aber halt mal dran. Aber man kann keine Ansprüche stellen, wenn man selber nicht, ne? Jetzt halt mal dran. Was denn, da ist was schief. Da ist was schief. So. Halt mal jetzt genau an dieser Planke gerade nur. Das möchte ich auch gerne gecheckt haben. Oh, guck mal, da ist es gerade. Ja, ja. Und optisch ja, aber. Aber wir fahren nicht so. Wir fahren ja nicht hier mit einem fliegenden Schiff vorne, ne? Ja, aber wie richtet man das dann jetzt am besten aus? Indem man es, glaube ich, im fahrenden Zustand einfach macht. Auf Reifen, nicht auf Stützen. Also dafür kann der Mike nicht gewährleisten. Ja, ne? Warten, ja, der Mike kann das nicht, aber ich glaube trotzdem, dass ich es mit der Linie lieber gerade haben wollen würde. Auch wenn es er dann, der Ducato hängt halt vorne ein bisschen runter. Ein bisschen ist gut. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall entscheiden. Jetzt wird sich hier groß auf die Schulter geklopft und gelobt. Ich sag gerade, der Mike hat das wirklich klasse gemacht. Also jetzt gefällt es mir sehr gut. Und wir sind ja sehr kritisch. Wir sind immer kritisch. Wir sind perfektionistisch veranlagt leider. Und ja, es gefällt mir aber sehr gut. Ich habe gerade schon zu Mike gesagt, er hat wirklich eine super Größe ausgewählt. Das ist jetzt die kleinere Größe. Hinten haben wir das größere gewählt. Aber der hat sich da wirklich sehr, sehr gut mit den Größen finde ich, das eingeschätzt. Ich finde die Größe sehr gut, weil es nicht zu aufdringlich ist, aber auch nicht zu klein. Es gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Und es ist schwarz, das spiegelt sich da mit unseren Spiegeln und mit den Reifen wieder und mit den Details, die man vorne hat. Und wir haben ja noch so ein bisschen was vor, sodass ein bisschen Farbe weg vom Fahrzeug kommt. Oh, oh, du hast viel vor, wenn der Tag ja, ist. Ich mag es ja nicht so braun. Wir haben ja die Fronten drin geändert. Und hier war halt auch am Fahrzeug direkt so eine Sache, wo ich mir das angeguckt habe, wo ich gesagt habe, Mensch, ach, wenn das anders wäre. Und der Mike hat gesagt, hör mal, kein Problem. Von daher, weiter geht's. Ja, schön, ne, Mops? Und der Mike und ich haben die Schnauze voll von Illo. Warum das denn? Ich bin ein bisschen zickig vielleicht. Ja. Krankheit, also, ne? Mike, bitte bestätige, für diejenigen, die sagen, ach, der arme Illo, das ist nicht der arme Illo, ne? Klar ist das der arme Illo. Nein. Hey, Mike, wir müssen zusammenhalten. Wir sind das Männer. Muss man mit dem Mann erstmal aushalten. Das ist nicht ohne mit dem. Das ist richtig, da gebe ich dir vor. Das ist eigentlich der anstrengende Part, ja. Wenn wir mal ehrlich sind. Hey, ich bin ja der Sympathieträger. Du bist der Sympathieträger. Die Schriftart, alles rollt sich, rundet sich ab. Meine Fußnägel rollen sich auch. Meine Fußnägel? Da kannst du mal wieder schneiden. Die Leute wissen nicht. Meine Zehennägel. Die Leute wollen das ja nicht mehr sehen, wie ich deine Zehennägel schneide. Ja, weil der Kaffee daneben stand. Dein Kaffee. Mein Kaffee. Das ist der Mike auch schön am Lachen. Naja. Ich bewundere den Mike, wie ruhig er so bleibt. Ne? Halt die Welt an, lass mich raus. So, die Chefin geht jetzt von hinten gucken. Ach du Scheiße. Nein. Oh Mann. gut. Gut? Na, sie guckt ein bisschen, aber gut, sagt sie. Ich frage mich gerade, ob das da zu viel ist mit dem Etrusco-Zeichen und mit der Kamera. Hey, du lässt hier den Wagen in Ruhe. Wir haben ja oben schon da das Etrusco-Pferdchen und das Braune da abgemacht. Hey, das ne? sagen wir doch nicht sonst wäre das zu viel. Nein, das ist aber einfach so. Das ist ja unser persönlicher Geschmack. Wir fahren ja trotzdem ein Etrusco.
Aber ich weiß nicht, ob das da alles so ein bisschen zu viel ist. Was sagt ihr? Nö, ich glaube, so können wir das erstmal lassen. Das fällt ja auch auf. Ich mag wir können ja ein, wir können ja so machen, wir nehmen einen Satz Sticker mit. Wir haben ja noch hier welche. Und wenn wir merken, dass uns das irgendwie auf Nerven geht oder uns das zu viel ist, dann reißen wir oben das ab und machen an der Stelle da das Illo und Mops hin. Ich glaube, wir lassen es erstmal jetzt. Aber das Problem ist, wenn wir es jetzt abreißen, um zu gucken, ob das besser ist, haben wir kein... Oh, keine ja. Keramik mehr. Ja, wir, die Kamera der, brauchen der, wir. Genau. Ja, stimmt. Dann haben wir dort keine Keramik mehr. Ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal super. Guck mal, und, lass uns mal dran gewöhnen. Ja, wir können das Etrusco dann auch nicht wieder hinkleben, ne? Ja, wir wollen auf jeden Fall Gehupe hören, wenn ihr an uns vorbeizieht. Weil ich bin ja auf der rechten Spur mit 90. Mit 80, mit 80. Ich bin mit 90. Ja, was ist das denn jetzt hier für ein komisches Gerät? Ein Tisch, der Mike steht da, Mops da vorne und hier vorne ist noch der Andreas mit dabei. Es wird jetzt unglaublich. Mops, was hast du hier vor? Ich habe ja gesagt, ich möchte die braune Farbe loswerden. Die braune Farbe und, loswerden? Und ja, mein Wunsch war ja weiße Fronten gewesen, die habe ich mittlerweile. Und als wir dieses Fahrzeug gesehen haben, sind mir diese braunen Rallye-Streifen, aufgefallen, die ich irgendwie gar nicht toll fand. Ne? Und ich glaube, an unserem alten Fahrzeug war das auch nicht so. Und jetzt, wo wir die weißen Fronten gekriegt haben, hatte ich den Teilintegrierten noch mal gesehen. Und da habe ich gesehen, der hat auch keine braunen Streifen. Und das war mir immer so ein Dorn im Auge. Und das war jetzt hier wirklich eine ganz, ganz spontane Idee. Das war wirklich ganz spontan. Ich habe zu Mike gesagt, hör mal, Mike, geht das nicht irgendwie, dass diese braunen Streifen wegkommen? Und er hat gesagt, gar kein Thema. Wir haben einen Partner. Das kriegen wir hin. Wir haben einen Partner und ja, und jetzt stehen wir gerade hier und ja, der Andreas bemüht sich gerade, meinen Wunsch zu erfüllen und das sieht schon sehr gut aus von der Farbe, muss ich sagen. Also am Ende des Tages werde ich sehr, sehr glücklich sein. Andreas, kannst du mal so ein bisschen erklären, wieso jetzt die Folie auf die andere Folie kommt? Ist das gängig so? Nein, das ist nicht gängig. Also normalerweise geht man so vor, dass man sich Markierungen setzt. Wir haben Bögen drin, es läuft einmal hier gerade, das ist kein Problem, dann läuft es hier nochmal rund. Normalerweise gehen wir hin, machen ein Bild von, zeichnen das einmal nach, unser Grafiker setzt das, dann läuft es durch die Plotter und dann kleben wir das auf. Das ist die Regel. Aber jetzt so eine Nacht- und Nebelaktion, ihr wollt auf Tour, Mike will seine Keramik drauf, es muss schnell gehen und dann gibt es die Möglichkeit, eine Folie auf die andere. Was wir aber beachten müssen, sind die Dicken. Also diese Folie, die hier drauf ist, die hat eine maximale Dicke von 50 μ, eher 30 μ. Mhm. Und wenn wir dann eine Folie mit 50 μ drüber kleben, dann passt das auch von der Dicke und dann hält das auch. Genau, also man sieht jetzt hier auch gar nicht, die Folie ist ja drauf, Leute. Ihr seht es auch einfach. Es ist jetzt nicht irgendwie weiter oder irgendwie vergrößert, die Oberfläche. Herr Mops, große Entscheidung jetzt, ne? Was wurde denn gesagt? Also ich finde schon mal vorab, es sieht mega aus. Ich bin richtig glücklich. Das ist wie Weihnachten für mich. Besseres Geschenk kann man mir nicht machen. Ja, der Andreas, der sagte gerade schon und der, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Der Mike, genau. Jetzt hatte ich gerade einen kurzen Hänger. Der sagte gerade auch schon zu mir, der Mike, da oben der Streifen meint's. Ich sage, boah, keine Ahnung. Ich sage, wenn der auch die Farbe hat, glaube ich, bin ich schon mal glücklich. Aber der Andreas sagte jetzt gerade auch, irgendwie passt das nicht. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich habe gerade zum Andreas gesagt, wäre es möglich, wir machen ihn ab und gucken uns das erstmal an. Dann ist aber das Ding, wir kriegen den Streifen natürlich da nicht eins zu eins so hin. Aber er ist ja der Profi und dann soll er mir einen Streifen dahin machen, der dann auch von der Form her dort gut hinpasst. Komm, wir nehmen ihn erstmal ab. Ja, wir nehmen ihn erstmal ab und gucken. Ja, Mike, so leicht ist das gar nicht abzukriegen, ne? Nein. Also wir verkaufen euch wirklich nicht aus Bequemlichkeit den Streifen weg, um umzufolieren, sondern weil es wirklich designmäßig nicht schön aussah. Also für unsere Augen. Für unsere Augen, okay. Ja, genau. Also ein Gruß an Etrusco von dir, oder? Ja, ein Gruß von mir. Und zwar haben wir nicht im Lotto gewonnen. Der Mike hat gesagt, ich habe ein Geschenk für euch. Ich möchte euch hier eine Folie drauf machen. Wie ihr vielleicht gesehen habt, auf diesen schicken Porsche, wo wir hier ankamen, diesen blauen mit diesen goldenen Felgen, der hatte ja auch diese Folie drauf. Und das kriegen wir hier
als Nettigkeit von dem Mike hat er gesagt, das mache ich euch dafür, dass ihr euer Fahrzeug mir anvertraut. Und um was es sich da genau handelt und warum es hier oben gemacht wird und jetzt nicht in unserem Fall hier unten, was man aber auch machen kann, das kann euch der Andreas jetzt mal genauer erklären. Ja, es geht hier einfach darum, das ist eine Polyurethanfolie, nicht eine Lackschutzfolie, sondern eine Steinschlagschutzfolie. Und darum geht es hier. Ihr geht auf Reise, seid irgendwo unterwegs, wo die Straßen halt nicht so gut sind oder wie auch immer, bekommt einen Steinschlag. Wir fangen jetzt mit der Motorhaube an, aus einem einfachen Grunde. Die Motorhaube ist aus Blech lackiert, keramische Lacke. Jeder kleine Steinschlag gibt einen Platzer, es fängt an zu rosten. Ist unangenehm bei so einer Motorhaube, deswegen fängt man in der Regel mit der Motorhaube an. Optional kann man natürlich weitergehen, man macht die Stoßstange, man macht die Kotflügel, man macht die Seitenwände, Alkoven oder wie auch immer. Aber das Allerwichtigste ist in diesem Fall jetzt mal die Motorhaube. Genau, also mit dem Hintergrund einfach, weil die Motorhaube rosten kann. Natürlich macht es hier auch Sinn, ne? Kommen da auch Steinschläge hin. Genau. Aber hier ist halt Kunststoff, was nicht rostet. Aber richtig. Wer sein Schätzchen rundum sorglos verpacken will, der kann natürlich alles theoretisch einpacken lassen. So theoretisch jetzt mal, kann ne? man das ganze Auto einpacken. Okay. So, es wurde jetzt gerade eben alles eingesprüht. Und wir sehen tatsächlich hier schon einen Steinschlag. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da drauf fassen durfte. Naja, dafür machen wir jetzt die Folie drauf. Also Andreas und Mike stehen jetzt bereit. Ich habe sowas auch ehrlich gesagt noch nie gesehen. Wie wird sowas gemacht? Aber die haben es sich vorher schon mal einmal so zurechtgeschnitten, wie es dann grob wird. Und jetzt seht ihr auch erstmal die Folie. Also jetzt nicht denken, das ist hier irgendwie so eine Milchglasoptik. Nee, das ist einfach komplett durchsichtige Folie. Also es wird alles aussehen wie vorher, nur geschützt. So, der Andreas, der macht das jetzt mal ab. Und jetzt gleich seht ihr das auch schon. Und es wird schwimmend auf jeden Fall verlegt, so habe ich es also verstanden, also komplett feucht. Ich habe damals mal mit Mops, also wir haben uns zweimal scheiden lassen, da haben wir unsere Küche foliert. Es war ein Albtraum, Verbrennung mit einem Heißluftföhn und so weiter. Und ich hatte gerade den Andreas, hatte ich noch gefragt, ja, hast du sowas auch schon gemacht? Ja, er hat schon gemacht, aber er macht das täglich. Wer weiß, wie viele Jahre er das schon macht. Und das ist schon sehr, sehr, 22 Jahre höre ich gerade eben vom Mops. Und so kommt das dann dran. Ah, das ist schon krass. Fragt man sich, wie soll das kleben? Ja, was? So, mein lieber Ilo, du hast ja jetzt gefragt, warum so nass und wie soll das kleben? Klar. Das Nasse machen wir auch beim Abziehen der Schutzfolie von der Klebefläche. Dass es antistatisch ist. Sonst würdest du beim Abziehen jedes Staubkörnchen anziehen. Und das willst du nicht unten drunter haben. Ja? Das siehst du immer. Ja? Du wirst dich immer an uns erinnern, dass wir das gemacht haben mit Schmutz. Genau. Dass das dann eine klare Optik bekommt, muss das richtig nass und schwimmend sein. So passt sich die Folie ideal an. Und jetzt wird sie vom Andreas ausgeragelt. Ausgeragelt heißt? Genau. Wir drücken die Feuchtigkeit wieder raus und somit aktivieren wir den Kleber. Der haftet dann an der Oberfläche, die vorher mit Alkohol gereinigt war. Ja, jetzt geht es dem Schätzchen hier richtig am Kragen, ne? Ja. Also auch das hier hinten, welches Fahrzeug es dann genau ist. Das könnt ihr uns erfragen. Das kommt dann auch weg. Genau, das sieht nämlich auch schon mal besser aus. Ich fand es nämlich immer schön, auch bei dem Cabrio, was ich habe, wenn ich, das war immer für mich optisch auch was, wenn ich die Wagen gesehen habe, wenn da nicht diese Nummer stand, sondern wenn das da der Lack war, fand ich das immer schöner. Also das, sowas wollte ich auch immer beim Auto damals abhaben. Von daher... Ja, finde ich es so auf jeden Fall schon mal besser. Ja, gehen wir jetzt hier drüben mal kontrollieren, wie es so aussieht. Ne? Ja. Also hier ist auch, überall ist drauf. Das Braune ist jetzt weg, jetzt ist da die Farbe drauf. Das finde ich wirklich viel, viel schöner. Ich sitze ja da vorne in der Ecke und habe zugeschaut und hatte den Kleinen ja auf dem Schoß.
Und ich gucke die ganze Zeit und denke mir, boah, das sieht, also in meinen Augen finde ich es wesentlich schöner. Dieser Streifen am Fenster, der kommt auch noch komplett weg. Ja, der kommt noch weg. Der durchgeht, hier. Der bleibt auch weg. Und ja, Wahnsinn, was so Kleinigkeiten ausmachen können, muss ich sagen. Also ich bin so mega zufrieden und ich gucke das Fahrzeug an und denke mir, wow, sieht das schön aus. Wow, sieht das schön aus. Also ich freue mich die ganze Zeit wirklich einen Ast ab über solche Kleinigkeiten. Ne? Also von daher, ich bin happy. Jetzt haben wir einen Anschlag vor. Also Mops hat die ganze Zeit gesagt hier oben, ja, ich weiß, wir sind einfach sehr, sehr kritisch, gucken immer wieder. Es könnte ein Tick zu viel sein. Jetzt haben wir uns entschieden, das Etrusco kommt oben weg. Jeder weiß, dass wir ein Etrusco fahren. Wir lieben Etrusco auf jeden Fall. Das ist auch nichts dagegen oder sowas. Aber wir versuchen ja wirklich, unser Fahrzeug zum absoluten Unikat zu machen. Deswegen kommt der silberne Streifen jetzt doch ab. Und ich muss leiden. Ja, du musst das Ganze jetzt machen. Ja. Und wir haben dann nicht gesagt, das Elo-Mops bleibt dann dort unten. Jetzt haben wir schon so viel rumoperiert. Das geht dann doch noch ein höher. Ja. Und das Schwierige an der ganzen Sache ist, das sage ich euch jetzt, wir haben nur noch einen Aufkleber. Das ganze Ding muss jetzt sitzen. Es wird mega knifflig. Und spannend, ja. Yeah. Ja, Mops hört und hört nicht auf. Also die Karre kriegt jetzt den absoluten Feinschliff und sie geht oben noch ans Pferd dran. Ich fasse es nicht. Ich habe ihr gesagt, lass doch das Pferd dran. Hier oben sieht man jetzt auch, hier ist der Aufkleber jetzt auch ab. Also ich finde, hier auf dieser Seite wirkt es sehr, sehr gut. Der Mike holt hinten noch ja, den Heißluftföhn. Und dann macht Mops hier Ende. Sie wollte sogar noch das V in. Ich will das V noch in einer anderen Farbe haben. Ja, wie willst du irgendwie das machen? Müssen wir das hinkriegen. Du brauchst hier einen Heißluftföhn. Das ist, wenn die Frau so viel Zeit hat, um sich Sachen einfallen zu lassen. Ja, nicht gut. Wer kennt das von euch, liebe Männer? Ja, wir lassen jetzt mal lieber den Mike hier hoch mit seinem Heißluftföhn. Nee, der gibt mir Heißluftföhn. Ja, nicht, dass du dich verbrennst, ne? Ach, hör mal. Das ist ja richtig sportlich mittlerweile wieder, ne? Wo gehobelt werden wird, fallen auch Späne. Ja, und da haben wir das Resultat. Und wir können auch einfach nur Danke an Mike sagen. Ja, und danke an die Chefin auf jeden Fall, die ja diese Idee hatte und ja, ihr habt jetzt vorher nachher das Bild gesehen und das ist auf jeden Fall so. Jetzt hat sie den Heißluftföhn hier, jetzt geht die einmal ums Fahrzeug, der Mike bereitet sich gerade vor für das große V und hier ist dann, eieiei. Das kann der Mike ja mit seinem Dings wegmachen, den Rest, da die Ränder, das klappt. Ja, vor allem, weil da sind jetzt echt Ränder. Aber ich habe das Pferdchen, ist wieder ein Pferd im Stall, was... Ne, man muss halt aussortieren, man muss gucken, wo das Geld bleibt. Du redest einen Quatsch. Ja, Tiere sind teuer im Unterhalt, ne? Das können die Zuschauer nur bestätigen. Ich bin ja froh, dass überhaupt noch Folie hier drauf ist. Soll der Mike hier auch das V dann in anderen Farben machen? Oder das geht ja, nicht, aber das Problem ist, das sieht man nicht so wirklich, glaube ich. So, fertig. So, jetzt gehe ich nochmal zum nächsten Pferd. Und das kriegt der Mike dann jetzt sauber? Das kriegt er mit seinem speziellen Reiniger. Der hat gutes Zeug am Start, das kriegt er weg. Oh, das kriegst du ja selbst mal, mit deinen Pfoten. Ja, siehst du, mit Fettfinger kriegt man es weg. Ach, guck mal, fertig, tada. Guck mal, sieht doch viel besser aus. Wir kommen dann ab auf die nächste Seite. Ja, ich hatte jetzt Bastelstunde. Das war jetzt mein Projekt hier. Und ich habe mir ein U ausgeschnitten. Ich habe es wirklich klassischerweise einfach mit einem Blatt Papier gemacht, habe geguckt, ob ich es durchpauschen kann. Ging nicht, dann habe ich quasi ein Blatt drauf gehalten und dann so schraffiert, sodass ich die Umrisse hatte. Und das habe ich dann hier draufgelegt und jetzt habe ich es selber gemacht. Und der Mike holt jetzt alles, dass wir das abmachen können. Und ja, er hätte das jetzt auch gemacht. Ich weiß gar nicht, wie er es gemacht hätte, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Der Milo schläft nämlich gerade und da habe ich gesagt, Mensch, ich möchte jetzt auch mal und das ist dann mein Werk. Klasse. Ja, wow. Ein Unikat haben wir jetzt hier. Ja, dank Mike auf jeden Fall erstellt, oder Mops? Bist du glücklich? Ja, ich bin sowas von glücklich. Ich finde, damit können wir uns jetzt auf der Straße sehen lassen. Ja, ich bin glücklich. Was will man mehr, wenn die Frau glücklich ist, dann ist der Mann auch glücklich. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es um 18 Uhr ist. Illo und Mops, wir sind auch bei Instagram und bei YouTube. Genau, ein Abo dalassen. Und der Mike, der ist auch bei Instagram. Die heißen dort Glanzwerk Detailing. Falls ihr das nicht genau findet, guckt mal
wir bei Instagram folgen und dann gibt er Glanzwerk ein, da findet ihr ihn auch, weil er hat da wirklich schöne Bilder von seinen Arbeiten, die er macht, und er hat hier regelmäßig schöne Fahrzeuge draufstehen. Schon deswegen alleine lohnt es sich, dort mal zu gucken. Alles klar. Tschüssi.